In Deutschland sagen wir lecker. Wenn in Japan etwas richtig gut schmeckt, sagen wir umai. Und genau da will ich mit euch hin. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel umai. Heute dreht sich das Ganze um einen gesunden Snack, der natürlich dazu dienen kann, um einen spontanen Aperitif zu bewerkstelligen, wenn spontan Gäste bei uns vorbeischauen. Oder natürlich auch für den gemütlichen Kinoabend mit der Familie. Dabei geht es um Rohkost. Eigentlich nichts, keine Weltneuheit, um es mal so auszudrücken. Aber vielleicht ist der Dip ja etwas, was euch neugierig macht. Grundsätzlich habe ich jetzt erstmal hier drei Gemüsesorten, die sich eben ja so zum Dippen sehr gut eignen. Das ist zum einen der ganz klassische Kohlrabi, den jeder kennt vom Rohkost-Gemüsesticksalat, dann eine Karotte, eine Beta-Sweet-Karotte und Chicorée. Und für den Dip brauchen wir als Basis Naturjoghurt und Sauerrahm. Dazu kommt dann noch Senf, Ahornsirup für eine leichte Süße, Zitrone, Zitronenzeste und Zitronensaft, Ingwer, dann das hier, Kurkuma, frische Kurkuma-Wurzel, finde ich mega, und Petersilie als kräutriges Element. Da das Ganze super schnell zuzubereiten ist, starten wir schon mal mit dem Kohlrabi bzw. mit den drei Gemüsesorten. Wie gesagt, jetzt in dem Fall eine Karotte, Chicorée und der Kohlrabi. Beim Kohlrabi sei nur so viel dazu gesagt. Wenn ihr einen Kohlrabi habt, das Allerwertvollste eigentlich in einem Kohlrabi befindet sich hier ganz oben, wo die kleinen Blätter auch schon rauskommen. Hier ist eigentlich die feinste Stelle, sozusagen das Filet vom Kohlrabi. Und das wollen wir auf keinen Fall wegschneiden. Das heißt, desto weiter ihr runterkommt beim Kohlrabi, desto holziger wird er eigentlich. Deswegen müssen wir extrem aufpassen, dass wenn wir den Kohlrabi schälen, oben so wenig wie möglich abschälen und erst, wenn wir nach unten hinkommen, eigentlich großzügiger werden. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn der Kohlrabi komplett geschält ist. Das sieht man nämlich auch ganz gut, wo der Kohlrabi dann auch an Farbe verliert, weil desto tiefer man kommt, desto mehr steckt da quasi auch in oder ist er näher am Boden. Wenn euch da jetzt zum Beispiel auch nochmal irgendwie Fragen aufkommen etc., dann gerne auch kommentieren. Dann beantworte ich auch nochmal extra Fragen. So, jetzt seht ihr das hier. Hier ist eigentlich dieses ganz hellgrüne, das süßeste, zarteste vom Kohlrabi. Wenn wir hier runterkommen, dann wird es heller. Und der helle Part, klar, ist ja natürlich auch essbar, aber am coolsten ist eigentlich hier oben. Und jetzt schneiden wir eigentlich die klassischen Stifte. Die nachher zum Dippen gedacht sind. Okay. So, bei der Karotte nichts anderes, nur schälen. Und dann schneiden wir das Ganze auch in Stifte. Karotte ist ja auch nicht gleich Karotte, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch mal so ausgefallenere Karotten bekommen solltet, macht das natürlich schon was her und bringt etwas Farbe ins Spiel als die klassische orange Karotte. Auch geschmacklich finde ich persönlich, dass so ältere Sorten immer etwas aromatischer sind, teilweise auch ein bisschen süßlicher sind. Da einfach mal ausprobieren, was euch am meisten zusagt. Und beim Chicorée lasse ich jetzt hier unten, wenn ihr das seht, noch den
den Strunk so ein bisschen dran, dass man das als Schiffchen auch gut hernehmen kann zum Dippen. So, das war auch schon die Vorbereitung für das Gemüse. Also wirklich super easy und den Dip machen wir auch gleich fertig. Und zwar, wie gesagt, zum einen Naturjoghurt. Da nehme ich jetzt mal so ein Drittel Glas ungefähr von diesen 500 Gramm. Dann Sauerrahm. So. Ja, zwei gute Esslöffel. Dann Zitronenzeste. Und auch etwas Zitronensaft, um das Ganze aufzufrischen. Etwas Senf. Das ist jetzt so, ja, circa einen Esslöffel, mittelscharfer Senf, das kann auch, also wenn ihr es ein bisschen schärfer haben wollt, gerne auch Dijon-Senf zum Beispiel. Was auch super funktioniert, ist Pommery-Senf, also der grobkörnige Senf, der auch eine gewisse, ja, pikante Säure auch nochmal hat. Oder für uns Münchner, für uns Bayern, süßer Senf passt zum Beispiel auch ganz gut. Aber wenn ihr süßen Senf nehmen solltet, dann bitte aufpassen mit dem Ahornsirup, weil der Ahornsirup dient jetzt halt dazu, dass man so eine leichte, ja, süße Note noch mit reinbekommt und eine schöne Balance zwischen Säure und Süße. In dem Fall war das jetzt so ein Esslöffel von dem Ahornsirup noch. Wie gesagt, wenn ihr süßen Senf nehmen solltet, deutlich weniger. Jetzt habe ich hier die frische Kurkuma-Wurzel. Davon, ja, reibe ich jetzt ungefähr so die Hälfte von einem circa daumengroßen Stück rein. Gerne mit Schale einfach komplett. Dafür natürlich dann vorher die Kurkuma-Wurzel auch waschen, dass da keine Erde mehr dran klebt oder so. Und vor allem auch aufpassen, wo jetzt ein Stückchen Kurkuma noch hinfliegt, weil das färbt alles sofort orange. Das seht ihr auch gleich an den Fingern, wenn ihr davon was dran bekommt. Schnell abwaschen, weil nachher sind die Finger halt relativ gelb. Ich mache gleich weiter mit Ingwer. Hier auch die gleiche Menge an Ingwer ungefähr. Auch gleich mit reinreiben, auch gleich mit der Schale. Dann etwas schwarzen Pfeffer in dem Fall, geht natürlich auch weißer, Salz. Und einen Tropfen geröstetes japanisches Sesamöl. Und wie gesagt, etwas Petersilie noch für die kräutrige Note. Ich nehme jetzt ein bisschen Petersilie weg zur Dekoration. Und den Rest von der Petersilie schneiden wir fein rein. Könnt ihr natürlich auch andere Kräuter hernehmen, wie zum Beispiel Kerbel, Basilikum, Schnittlauch. Letztendlich alles an grünen Kräutern, an weicheren grünen Kräutern, also jetzt kein Thymian oder Rosmarin, das wird ein bisschen so, ja, im Rohzustand ein bisschen anstrengender, finde ich dann so beim Essen, dann hat eine ganz andere Note. Aber Estragon eignet sich zum Beispiel auch super, wenn ihr noch ein bisschen Minze habt, ist auch ideal. Muss auch gar nicht zu fein geschnitten sein, die Petersilie.
Und das Besondere ist vor allem die frische Kurkuma-Wurzel, die dem Ganzen diesen gewissen Pep verleiht. Und dann ist dieser Dip auch schon fertig. Der passt zum Beispiel auch sehr gut zu Ofenkartoffeln oder mal als Salat. Vinaigrette eignet sich das Ganze auch sehr, sehr gut. Und so schaut es dann aus. Rohkost und ein Dip aus Kurkuma, Joghurt und etwas Ahornsirup. Und natürlich Kurkuma-Wurzel. Gemein.